Willkommen zurück, meine Freunde, bei Assassin's Creed Valhalla. Heute entzünden wir das Feuer von Dunweg und rufen Rüd, den alten Verräter, hierher. Da drüben rennen noch ein paar Befreiter rum. Die haben wir in der letzten Folge befreit. Könnt ihr gerne mal schauen. Unter dem Video, in der Videobeschreibung. Wir entzünden das Feuer. Wir machen nahtlos weiter Hauptstory bei Valhalla. So. Dann. Odin schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das reife East Engla und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Du, dich kenne ich nicht. Mein Name ist Albor, du brauchst mich auch nicht zu kennen. Wende dich an den zukünftigen König, nicht an mich. Wenn du Fragen hast, dann stell sie dem König von East Engla, während du vor ihm kniest. Wer rief nach mir? Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Engla sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmark, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin? Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mache dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an. Ich nehme an. Ein Kampf bis zum Tod. East Engla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Oh oh. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engla braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Nein, er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfschweiße. Ich bin bereit. Und noch ein Sachsenkönig beugt das Knie. Nenn mich König, bevor ich dich ausweide. Du kämpfst also dreckig. König Rüd befiehlt, dass du stirbst. Oswald! Nenn mich König! Los! Jetzt! Auf zur Brücke! Los, los, los! Okay, das war dramatisch. Komm ran! So, die holen wir uns jetzt. Ja, Plünderer! Saumägen! Kuhdärme! Hinter mir ist einer. So. Ich hoffe, Oswald hat das überlebt. Komm ran, du Ratte. So. Wo ist der Nächste? Puh.
oder? So, den haben wir auch. Dein Leben gehört uns! Dein Leben ist ein Dreck. So. Jetzt bezahlst du! Mit was soll ich denn bezahlen, wenn ihr mir nichts gebt, wenn ihr nur Lumpen im Inventar habt? So. Kommt ran, ey. So, wo ist der Nächste? Nächster. Komm zurück, du Feigling! Haha! Sagt der mit dem Bogen schießt. So, was ist denn mit euch hier oben? Schade. Die wollen dich nicht. Meint ihr, die wollen euch? Tu das Schild weg, Junge. Da oben schießen sie doch noch einen Bogen rum, ne? Komm sofort zurück! So. Schade, ist er ausgewichen. Wo bist du denn? Hallo? Da bist du. Na klar. Och. Du bleibst jetzt stehen. So, hier oben schießen sie noch rum. Ist schon krass, dass wir ein komplettes Heer ausschalten hier. Meinst du? Warum rennst du denn dann weg? So. Nächster. Wo sind sie denn? Hallo? Entkomme mit deinen Verbündeten. Ach so. Okay. Entkomme halt. Schade. Ich sollte manchmal lesen, bevor ich hier alles in kurz und klein hau. So. Gut, dann entkommen wir halt mal. Ich würde gerne wissen, was mit Oswald ist. Nehmen wir noch mit. Da sind sie alle. Hier habt ihr euch verschanzt. Alle, ihr seid ja feige. Sie fallen zurück. Sie haben aufgegeben. Die gibt's nicht mehr. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vaitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Er könnte den Sturz überlebt haben. Wir sollten uns auf einen Angriff vor. Er könnte den Sturz überlebt haben. Ja, ich will ja auch wissen, was mit Oswald ist. Oswald könnte überlebt haben. Ruid ebenso. Es ist möglich. Ruids Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Ilmenham wird sich nicht erholen. Niemand von uns. Mit erhobenem Stahl? Okay, jetzt will sie nicht mehr quatschen.
Sprich mit Finn. Mach großartig. Finn ist jetzt schon wieder 1000 Kilometer weg, ne? Also, wir haben definitiv gut gekämpft. So. Und dann schauen wir mal kurz, ob wir vielleicht nicht direkt eine Schnellreise zu Finn machen können. Wo ist Finn? Da ist Finn. So, und da gehen wir jetzt mal hin. Also 10 Minuten megamäßiger Fight. Oswald hat sich tapfer geschlagen, aber hatte eigentlich keine Chance gegen Rüd. Ob er noch lebt, wir wissen es nicht. Und darum quatschen wir jetzt mal mit Finn. Findet Finn. So. 200 Meter. Der ist im Langhaus, ne? Denke ich mal. Gehen wir einfach mal schauen, ob der wieder rumschnorcht. So. Und zack. Da haben wir einen Jonsbeginger zum Anheuern. Proviant ist voll, sehr gut. Viel Ehre erwartet jene, die an deiner Seite kämpfen, Eivor. XX Midnight Wolf schenkt uns diesen Krieger. Rühre deine Klinge mit meiner. Gemeinsam lassen wir den Schwertgesang ertönen. So, 112 Meter. Die Schriftrolle hat man schon gelesen. Ach. So, dann müssen wir hier wieder durch. Oder? Nicht wirklich, jetzt verlaufe ich mich schon im Langhaus. Oder der ist gar nicht hier drin. Das kann auch sein. Boah, da hat einer ein schönes Bäuerchen gemacht. Ja, ja. Kein Bock auf euer Gesaufe hier. Wir betrauern den Verlust unseres zukünftigen Königs. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Med baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Wir vernichten Rüds Clan. Du kannst dich beweisen. Gib dich nicht der Verzweiflung hin. Du kannst dich beweisen. Du enttäuscht niemanden. Rüds Clan ist stark geschwächt. Wir könnten dieses Land immer noch heilen. Welche Tane riskieren jetzt noch ihre Ärsche? Oswald war der Letzte mit einem Fünkchen Tapferkeit. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennen gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern! Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich.
Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. So, dann suchen wir mal diesen alten, verbitterten Gräbe. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase. Darauf kommt es an. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Was ist das? Ah, hi! Rüds-Männer sind eine Plage für dieses Land. Plage ist noch zu nett. Der Fluch eines Seers. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. So, komm, Finn. Ab geht er. Ja, König Oswald, ne? Ich höre die ganze Zeit der Unterhaltung zu. Ich hoffe, ihr auch. Sehr interessant. Da vor uns. Holzrauch und Asche. Rüds-Männer waren hier. Wir dürfen nicht verschwenden, was der Herr uns gibt. Und du, Vater? Es ist so wenig. Alles ist weg, Rede. Alles. Ruhig, mein Freund. Wir bauen... Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist ein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald war mein Verbündeter. Oswald starb, als er euch beschützte. Oswald starb bei der Verteidigung East Anglias. Bei deiner Verteidigung. Willst du das nicht auch tun? Was? Mein Leben für eine aussichtslose Sache geben? Ich habe andere Probleme. East Anglia wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Däne. Aber die Männer Theodforts haben eigene Schlachten zu schlagen. Das für ein Sack. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsrast. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodforts dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Ruhig, mein Freund, okay. Wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Kraft mehr. Halte doch! Hey, du! Däne! Auf ein Wort! Was ist denn mit ihm? Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Gräbe sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castell Buch. Dort sammelt sich die Armee. Ja, haben wir hier noch mehr, die helfen wollen? Vielleicht so von Anfang an? Auf jeden Fall haben wir hier noch mehr. So. Wir halten Wort. Okay, der ist tot. War's das schon in dem Dorf hier? Mehr nicht? Niemand mehr, der sich uns anschließen möchte? Nein? Okay. Hast du Mutter gesehen? Oh, nein. Du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Und Dedem Dola! So. Zeit, dass wir wieder ablegen hier. Moin, Jungs. Und Mädels.
Katze ist auch mit an Bord, sehr schön. So, ab geht er, würde ich sagen. Mehr Segel! Und dann befreien wir dieses Dorf, klettern aufs Kirchdach, blasen ins Horn. Was ist da oben das Horn? Könnte es sein? Eivor, da! Ist das ein Außenposten? Yep. So. Los jetzt. Halt. Mahlzeit. Wir sind nicht gekommen, um zu bleiben, ne? Boah. Alter, wer schießt hier mit Brandpfeilen? Weg mit dir! Das sind meine Männer in Ruhe, ey. Kleine Ratte. So. Kunixrast. Heimgesucht von Rüds Männern. Halt, hier ist doch was drin. So. Weiter gucken. Hi! Hallo Freunde! So. Zahlt den eisernen Preis. Tja, war's dann wohl. So. Krass. Krass. Liebe Grüße an die Monsterkeks und danke für die Unterstützung. Achso, hier sind noch Gitter. Oh, schöne. Boah. Alter. Alle drauf. Zurück zum Schiff! Alter. Alter. Ich stoße ins Horn, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Aber zuerst nehmen wir noch alles mit, was nicht nied-und-nagelfest ist. So. Ja, wir müssen ja auch zeigen, dass wir hier gewesen sind. Also, wir stoßen ins Horn. Zur Seite, dankeschön. Da oben drauf ist das Horn. Na gut. Hier kann man auch direkt weiterklettern. So. Jetzt hier hoch. Und da hoch. Und ins Horn blasen. Sehr schön, da kommen sie doch schon. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Das Horn! Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Ich habe mein Versprechen gehalten. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir Estengler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castel Buch. Quest abgeschlossen mit erhobenem Stahl. Wieder zwei Fertigkeitspunkte. So langsam? Leite mich.
Die tosende Wut der See ist die nächste Quest. Hier haben wir auf jeden Fall nichts mehr verloren. Da hinten hat man vielleicht noch eine Weltquest. Da ist auch noch was. Da ist noch ein Opal. Da ist auch noch was. Okay. Ja gut, Freunde. Also da hinten waren wir ja schon 1000 Mal, ne? Da kommen wir ja noch nicht hin. Wir müssen ja erst die Schwestern töten. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Hauptquest. Dann begeben wir uns 1600 Meter entfernt an die Ruinen nördlich von Castelbor. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Theodfart ist gekommen. Nun sollte ich zu Finn in unserem Vorposten stoßen. Ganz genau, so sollten wir das jetzt machen. Vielleicht finden wir noch jemanden, der mitkämpfen möchte. Das Horn in Koningsrast hat mehr als nur ein paar Bauern zur Tat schreiten lassen. Wart ihr das? Ja, wir hörten das Horn wie in alten Zeiten. Erheben wir uns jetzt gegen die Hunde von Rüd? Theodfort erhebt sich. Und Norwig und Elmenham. Dann tun wir das auch. Oswald hat das erste Blut gegen Rüd vergossen. Wir beenden, was er anfing. Wir treffen uns bei den Ruinen nördlich von Castelbuch. Wir sind nur Schweinebauern, aber wir werden so gut kämpfen, wie wir es vermögen. Also los, es ist ein steiniger Weg vor uns. Thor verleiht mir Kraft. So, mal schauen. Vielleicht haben wir noch ein paar mehr Schweinebauern, die uns folgen. So, hallo Häschen. Guckt mal. Da rennt er. Der Rudi-Rammler hier. So, wir gucken nochmal in dem Dorf. Wir sind bei 27 Minuten. Wir schauen hier nochmal, ob sich vielleicht hier jemand uns anschließt. Ob es hier noch jemanden gibt? Ich glaube nicht wirklich, oder? Nein, hier lebt keiner mehr. So. Ja. Ich fand Harukane. Wir sind wieder in Norwig. Vielleicht finden wir ja in Norwig sogar noch Leute. Zuallererst. Stärke 147. Reicht noch nicht, um die Schwestern zu besiegen. Aber vielleicht reicht es ja, um ein bisschen in die Story weiter voranzukommen. Den Betrunkenen können wir anheuern, okay. Noch ein Betrunkener? Was ist denn hier los, Leute? Ihr sollt kämpfen, nicht saufen. Finden wir auf dem Friedhof noch jemanden? Lieber nicht. So viel Trauer, Wut und Verzweiflung. Hätte ich eigentlich gedacht, dass sich ein paar mehr Leute uns anschließen. So, nein, hier ist niemand mehr. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir machen mal zu den Ruinen. Und dort treffen wir uns dann mit den ganzen Bauern. Und den, wen wir nicht anheuern konnten, den müssen wir halt durch unsere eigene grobe Kampfeskunst ersetzen. Ne, hier im Krieg. So, hopp. Gut, dann dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.